Die Reise bis hierher. Am Anfang suchte Tod den Krähenvater. Doch was er fand, war weit mehr. Ein Geheimnis, längst vergessen. Ein Weg zu einer anderen Welt. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge Darksiders 2. Wie wir sehen, sind wir gerade im Kessel bei der brodelnden Lava und werden direkt auf Fortsetzen gehen. So, beim letzten Mal hatte ich mir eingebildet, ich hätte eine halbe Stunde gespielt, aber dabei waren es eine ganze Stunde. Diesmal gucke ich direkt auf die Uhr und hoffe, dass ich die halbe Stunde mal einhalte. Wo wollen wir denn hin? Hierhin. Ich glaube, hier haben wir aufgeschlossen letztes Mal. Glaube ich. Oder? Ich glaube schon, oder? Sag doch mal was. Okay. Hier ist noch zu. Also wir holen mal die Truhe hier jetzt. Hallo, jemand zu Hause? Nein, niemand da. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie lang ihr die Folgen denn haben wollt. Ich meine, ich kann natürlich auch Stunden-Sessions machen, aber das ist bestimmt ziemlich anstrengend zu gucken. Ich denke, eine halbe Stunde, 20 Minuten ist ganz okay. Es passiert ja auch nicht so viel jetzt. Es ist ja jetzt ein bisschen RPG-lastiger. So. Also, hier ist was Leuchtendes, da ist was Leuchtendes. Ich denke, das Runde muss in das andere Runde. Nicht wie beim Fußball. So, hier kommen wir hoch. Nein. Warum nicht? Aber ich sehe schon, das hängt irgendwie zusammen. So, Aktion B rollen. Können wir dann? Ah, okay, man darf es nur kurz drücken. Da haben sich die Riesen aber echt was einfallen lassen. Ah, nein. Tod, was machst du denn? Genau, die wollte ich haben. Oh, wartet mal. Kann man gar nicht rein, okay. Ich wollte mal gucken, so neugierig wie ich bin. Also diese neue Sekundärwaffe gefällt mir echt gut. Tot. Können wir? Dann danke. So, Kiste. Ja, super, ein paar Schuhe. Was hat uns das jetzt gebracht? Lasst uns mal einen kurzen Blick auf die Karte riskieren. Upsala, ich muss ja hier lang, oder? Wir haben neue Schuhe gefunden. 9, 6. Oh, kritischer magischer Schaden. 12, Widerstand 6, Verteidigung 15. Nehmen wir doch die. Bin nicht so der RPG-Freak, aber ich weiß, welche Zahl größer ist. So, ein Talisman bringt uns mehr Kraft und mehr Magie. Keine Ahnung, was das soll. Ja gut, dann los. Ich sehe hier oben links nämlich eigentlich nur Zorn und
Energie. So, zurück zum Thema. Das Thema ist heute Darksiders spielen. Ich nehme an, wir müssen mal hier rein, oder? Nee, da kommen wir her, oder? Der verkohlte Pass, genau. Da kamen wir her. Hier hinten haben wir alles erledigt. Eigentlich müssten wir da lang jetzt. Vielleicht können wir irgendwie eine Tür aufmachen. Ich sehe schon, die Energie ist auch schon wieder ganz schön knapp. Wieso habe ich eigentlich nur 3 Heiltränke? Ich hatte doch 4. Ach nee, ich habe jetzt 2 verbraucht, genau. Kommen wir darüber? Lassen wir uns doch mal von der Krähe leiten. Los! Na gut, da kommen wir aber her. Und jetzt? Ja, da kommen wir auch her. Sieh nach, was du finden kannst. Ja, sieh mal nach. Oh, bin ich dämlich, ja. Steht mal was nicht auf der Karte und schon finde ich es nicht mehr. Ja. Ein Stockwerk höher geht's eben weiter. Oh, das ist schon ganz praktisch mit der Krähe, muss ich sagen. Da müssen wir hier nicht folgenlang rumsuchen. Ich höre hier Gegner spawnen. Aber das war wohl nur ein Hirngespinst, offenbar. Heiltränke kann ich immer gebrauchen. So, da haben wir die nächste Truhe. Okay. Ja, tot, da hoch. Ja, sieht aus wie eine Rüstungskiste. Aber keine. Da war jetzt besonders viel Kram drin. Okay. Lass dich mal fallen. Vielleicht können wir von hier aus. Da können wir weiter. Ich will jetzt auch nicht alle 2 Sekunden die Krähe bemühen. Uns wäre um uns geschehen. Los. Ach so, ich drücke hier ab und zu aus Versehen. Wenn ich den Links-Stick drehe. Okay, ich habe hier einen Schalter. Machen wir den mal an. Hier kommen wir zum großen Raum, da kommen wir her. Genau. Und dann können wir hier zurück. Quatsch, nicht zurück, sondern weiter. Hier ist eine Statue. Wow. Dem Feuer zum Opfer gefallen. Warte, ich probiere mal wieder. Die ist echt cool, die Waffe, muss ich sagen.
Die Tür ist grün. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Nein. Hier mal ordentlich auf die Fresse geschlagen. Gebt euch mal das, wie man hier abgehen kann. Oh, ist hier auch schon Rätsel. So, du willst bestimmt auch noch ein paar. Oh, es macht richtig Spaß. Face. Ja. Ich hoffe mal, dass das mit dem runden Ding aufgeht. Das Rätsel ist ja jetzt nicht so schwierig. Nehmen. Und dann machen wir das hier auch noch. Hat aber nichts gebracht, okay. Rollen und los geht's. Oh, hier kommen Meteoriten, ist ja hart. Ah, komm schon. Okay, die eine Seite ist auf. Das Rätsel ist doch schwieriger, als ich dachte. Schattenbomben abwerfen. Ja, das haben wir, können wir inzwischen. Oh. Vielleicht hätte ich es doch lesen sollen. So, das war nämlich wahrscheinlich der entscheidende Hinweis. So, mal den Zielmodus deaktivieren. Sie fangen an zu leuchten, sobald Kugeln in die Nähe kommen. Das ist auch schon cool, ne? So, dann kommen wir mal. Da sehe ich auch schon eine Fährmannsmünze wieder. Die holen wir uns schnell. Oh, das ist gar keine. Seite des Buchs der Toten. Eine Seite aus dem Buch der Toten. Sammle 10 Stück davon, um ein Kapitel zusammenzubekommen, das dann an Wulgrim verkauft werden kann. Annehmen. Buch der Toten, vervollständige das erste Kapitel. 1 von 10 geschafft. So, komm mal her. Ich frage mich, ob sie noch in der Hand explodieren können, die Bomben, weil im ersten Teil ging das ja. So. Komm mal hier rein. Ja. Dieses Gitter ist schon so die Karotte vor der Nase. Ja, verdammt schweres Rätsel, aber ich muss schon zugeben, es ist schwieriger als im ersten Teil. Die ersten Rätsel. Ja, ein Schlüssel, sehr schön. Skelettschlüssel, mit diesem verzierten Schlüssel können sie bereits Türen geöffnet werden. Ja, bla bla bla, haben wir ja schon beim letzten Mal herausgefunden. Hier leuchtet was? Ach, das ist mein Rab, okay. Wir sehen schon auf der Karte ganz groß. Wir standen ja auch gerade vor der Tür. Und machen sie jetzt mal auf, nicht? Und los. Vielleicht splitte ich die zweite Folge auch in 2 Teile. Dann ist sie nicht so lange und man kann sie mal zwischendurch gucken.
Aber noch eine Fährmannsmünze. Also inzwischen können wir echt oft sterben. Und also ich glaube nicht, dass es unsere Leben begrenzt, aber man musste ja in manchen Religionen den Toten Fährmannsmünzen auf die Augen legen, sodass sie vom Fährmann ins Reich der Toten gebracht werden. Aber so viel wie wir hier abmetzeln. Cool. Ich sollte weitermachen. Solltest du ja. So viele wie wir hier abmetzeln, ist es schon mal ganz gut, ein paar Leute ins Jenseits schicken zu können. Also hier brauchen wir ganz klar. Was passiert denn hier? Oh. Ich habe mich schon gefragt, für was der Schalter da ist. Komm, spring mal. Ah, nicht hochspringen, du sollst. Genau. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aktion. Wow, nein, tot. Runter. Ich frage mich, warum es den Doppelsprung nicht mehr gibt. Schade. So. Schauen wir mal. Irgendwie müssen wir das ja hinbekommen. Komm mal her. Ja, toll. Knifflig, wenn wir da sind. Vielleicht kann man da zur Seite springen, das könnte reichen. Ja, so scheitert der Konsum schon an den einfachsten Sachen. Die Rätsel findet er billig, aber dann den Jump-and-Run-Teil kriegt er nicht gebacken. So, jetzt kommt tot. So, man kann sich bestimmt darüber nehmen. Genau. Speicherpunkt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich würde echt gern hier diese Kiste holen. Das ist auch wieder so eine Karotte, ne? Es gibt einfach kein Bomben-Dings da hier. Naja, vielleicht finden wir später noch einen Weg. Oh, das sieht aber auch hier verdammt gut aus, muss ich sagen. Mit dem roten Licht von oben. Ja. So, das ging ja jetzt flott im Vergleich zu vorher. Ah, hier ist noch ein Schalter und hier haben wir auch das Bombengewächs. So, lass mich mal zum Spaß was ausprobieren, also nicht zum Spaß, sondern zur Erfahrung. Ich kann die Schnellreise zur Stadt benutzen, um Versorgungsgüter zu bekommen. Nee, hier haben wir echt viel Zeit mit den Bomben. Das ist kein Problem, wie beim ersten Teil.
So, wie kommen wir denn jetzt darüber? Schauen wir mal. Der Rabe sitzt da. Sie können die schnelle Reise zur Stadt benutzen, um Versorgung von jedem beliebigen Verlies zu kaufen und... Verlies zu kaufen und ihr hinterlassenen Verlieswegpunkt wieder zurückzukehren. Ja, ich hab's jetzt geschnallt. Wo kann ich denn die Weltkarte überhaupt ansehen? Der Kessel... Weltkarte ein- ausschalten. Aha, okay. Gar nicht so blöd. Aber was blöd ist, ist, dass ich gerade keine Idee habe, wie ich rüberkommen soll. Seht ihr es? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wie komme ich darüber? Also, ich komme auf jeden Fall rüber, wenn das Ding oben ist. Wartet mal. Ich hätte wirklich gern diesen Flugsprung wieder. Was ist unmöglich? Ich kann nicht. Was? Er kann nur 5 Tränke mitnehmen? Ja gut, schadet ja nichts, jetzt wieder volle Energie zu haben. Muss ich mich jetzt wirklich so beeilen? Oder geht es auch anders? Ich habe eine kleine Idee. Ah, komm, tot. Hier mal Power Face. Schön in die Fresse gepumpt. Du auch, komm. Warte mal, was ich noch probieren wollte, ist das. Ja, okay. Ja, ja. Kann ich so weit springen? Also die Überlegung war, dass ich von hier direkt drauf springe. Aber ich glaube, das geht nicht. Aber ich kann es ja trotzdem probieren. Aktion. Und hüpf. Nein. Ich muss sagen, da bin ich weit von entfernt. Aber vielleicht mit dem Teleportschlag. Nein, da komme ich auch nicht lang. Hüpf. Und fallen lassen, komm. Schneller. Boah. Also, ich glaube auch nicht, dass man es schafft, in der Zeit den ganzen Weg zurückzulegen. Was sagt denn der Rabe? Was du finden kannst. Ja, das weiß ich. Hmm.
Ah, aber vielleicht muss man... Nee. Was anderes probieren. Ach, da muss ich ja wieder hoch für. Ich sehe aber auch gerade, dass die Folge gleich zu Ende ist. Letzter Versuch, also ich will oben eine Bombe holen. Hüpf. Sodass ich den Schalter unten etwas verzögert aktivieren kann und mehr Zeit habe. So. Ah, bin ich blöd. Komm. Was soll denn das? Oh Mann, Leute, manchmal. Ich kann ja auch direkt den Schalter aktivieren. So. Dann schauen wir nochmal auf der anderen Seite. Gut. Und ich denke zum Folgenabschluss. Oh, ein Video. Ein Kampf. Mist, wäre ich doch bloß nicht reingegangen. Oh, na toll. Boah, scheiß die Wand an. Das ist also das Monster der Erschaffer, oder wie sieht es aus? Alter Schwede. So, ich bin ja auch schon so gut wie tot. Meine Strategie gegen ihn ist besonders schlecht. Ich könnte mal die Waffe wechseln. Hier habe ich im Moment... Die bringt ein bisschen mehr Schaden, aber das, da nehme ich lieber den garantierten Schaden, ganz ehrlich. So, ich wechsle mal auf den hier. Ach du Scheiße. Oh Mann. Oh, das tut ihm auch kaum weh, habt ihr das gesehen? Oh. Oh, das hat ihm weh getan. Scheiße. Ich sag so oft Scheiße, glaube ich. Ja, das war's dann wohl mit Tod. Da bin ich ja auch perfekt zum Folgenende gestorben. Hier wollte ich nämlich eigentlich warten. Stelle ich schon mal alles richtig ein fürs nächste Mal. Das ist die richtige Waffe. Und ich nehme den Hammer. Rüste mich noch ein bisschen auf. Kritischer Magieschaden, sehr schön. Da habe ich im Moment die hier. Die haben noch Zusatzoptionen. Nee, ich glaube, da bleibe ich einfach bei der Verteidigung. Und hier haben wir eine Seite des Buchs. Okay. Und was ich noch probieren wollte, ist natürlich... Oh.
Da hole ich mir dann doch nochmal schnell die Sachen hier. So. Ich will nochmal in die Stadt. Das will ich mal ausprobieren. Da müsste ich hier hin. Hier hin. Und die Weltkarte aktivieren. Und nach drei Steinen möchte ich. Der Kessel. Truhe. Noch mehr Kessel. Die Klageklippe. Allgemeine Gegenstände. Klageklippe. Klageklippe. Unheilsforst. Die Schmiede. Da muss ich hin. Genau, drei Steine. Wie geht das jetzt? Schnellreise. Schnellreise zum genannten Ort. Sie hinterlassen bei der schnellen Abreise innerhalb eines Verlieses einen Verlieswegpunkt, zu dem sie ganz einfach zurückkehren können. Ja, klingt doch gut. Dann haben wir das auch mal probiert und ich würde sagen, hier in dieser idyllischen Gegend vor dem riesigen Gesicht der Schmiede beenden wir die Folge 3, die vielleicht auch die Folge 4 wird. Und damit wünsche ich noch einen schönen weiteren Abend. Bis dann!